Es begann alles im August 2002, fast wie im Märchen. Ich, damals 26, war mit Freundinnen im Samstagnachtleben in unserer Stadt unterwegs. XY, nennen wir ihn einfach mal E. den ich bislang für ein arrogantes A-Loch hielt, befand sich im gleichen Lokal. Wie das so ist, bei Single-Weiber-Treffen, man trinkt ein Zweigläschen, die Zunge sitzt etwas lockerer und so machte ich den scheinbar unnahbaren, seit 3 Monaten getrennt lebenden, 20 Jahre älteren Mann an. Ich habe schon immer einen Hang zu reiferen Männern, man flirtet, tauscht Handynummern aus, knutscht zum Abschied und denkt, das war's dann. Umso überraschter war ich am folgenden Tag, als sich E. per SMS meldete. Man mailt hin und her, telefoniert Stunden oder Nächte und denkt sich, lass es halt mal laufen. Wenn man sich dann, vorm nächsten Date aufführt, wie ein Teenie, nicht essen, nicht trinken und nicht schlafen kann, sich trotzdem fühlt, als hätte man gerade die Fußball-WM gewonnen, ja dann ist man wohl verliebt. Da E. zu dieser Zeit noch im Haus seiner Familie getrennt wohnte, fanden wir an exzessiven Wochenenden ein Nest bei einem guten Freund, den ich hier nun einfach D. nenne. Während der Woche traf man sich manchmal mitten in der Nacht an irgendwelchen Parkbänken, richtig romantisch bei Wetterleuchten, oder an Flugplätzen, mitten auf der Landebahn, einfach so zum Reden. Wir verbrachten auch ein oder zwei Wochenenden in der Disco mit Extrem-Eiswürfel-Knutsching und übernachteten anschließend in einem Hotel. Zwischenzeitlich erfuhr ich, dass E. 5 Töchter von 2 Frauen hat, die älteste, 17, von einer hier genannten M. die anderen 4, im Alter von 5, 7, 9 und 14 mit der noch Ehefrau B. Mit den Töchtern verstehe ich mich bestens. Die 14-Jährige lebt inzwischen bei uns. E.s Erzählungen, E. ein seit 20 Jahren bei vielen Kunden beliebter Reiseunternehmer, suchte, 1988 während einer spannungsgeladenen Beziehung zu seiner damaligen Lebensgefährtin M. eine Veränderung. Da M. ihre Rolle als Mutter für das gemeinsame Kind July nicht so ernst nahm und nächtliche Alkohol und andere Exzesse bevorzugte, war die Neuorientierung von E. nicht verwunderlich. Eines Tages, in den späten 80ern, kam ein blond gelocktes Wesen, ich nenne sie ab jetzt hier B. in sein Büro. E. wahrscheinlich damals mehr von seinem Hansi anstatt Kopf gesteuert, versuchte wohl instinktiv eine neue Beziehung zu starten. Da E. als er Madame B. kennenlernte, ein erfolgreicher Chaot war, lud er sie auch sofort zu einer Flugreise nach Hawaii ein. Da waren wohl ehrliche Gefühle beim Start dieser Beziehung entweder eingebildet oder weniger wichtig. Stimmt's? B. Danach beendete B. schlagartig ihre verheißungsvolle Karriere als Bekleidungsfertigerin, wurde schwanger und ließ sich, obwohl ihr eigentlich die Voraussetzungen fehlten, durch eine staatlich finanzierte Umschulung in E.s Reiseunternehmen in seinem Beruf ausbilden. Beim ersten Kind, hier genannt Lara, schenkte ihr der überglückliche Vater E. ein funkelnagelneues Cabrio und danach konnte sie dann, natürlich erst nach Beratungen durch E.s zukünftige Schwiegermutter, getrost den Versorger heiraten. Die Hochzeitsreise verbrachte man in einem Luxushotel auf einer Insel im Indischen Ozean. Beim zweiten Kind schenkte E. ihr, wieder erfreut über den weiteren Nachwuchs, das Meisterstück einer bekannten ortsansässigen Goldschmiedin. Regelmäßig war die Family unterwegs auf Seereise, Flugreise oder wohin auch immer, Haushaltsgeld in 4-stelliger Summe, tja, E. Wahrscheinlich war es für B. wirklich mehr Faszination als Liebe, aber so ganz unschuldig bist du daran auch nicht, oder? Man sollte aber, trotz allem, nicht vergessen, dass B. sich nach E. und M. Beziehung sende, liebevoll um deren gemeinsame Tochter July kümmerte. July ist in dieser Zeit meistens mit E. und B. aufgewachsen und nannte B. sogar Mama, was ihr von M. regelmäßig verboten wurde. M. selbst behauptete immer, sie könne mit kleinen Kindern nichts anfangen. Irgendwann holte M. dann die Tochter wieder zu sich und beanspruchte Unterhaltszahlungen. Für die Zeit, in der sich July bei E. und B. in Ockwood befand, zahlte M. natürlich keinen Pfennig Unterhalt.
Der Laden, den E-Punkt für sein Geschäft angemietet hatte, wurde ihm 1993 zum Kauf angeboten. E-Punkt nutzte diese einmalige Chance und sagte dem Verkäufer persönlich schriftlich zu. E-Punkts Steuerberater riet ihm, nicht er, sondern seine Ehefrau B-Punkt solle den Kaufvertrag mit dem Eigentümer treuhänderisch unterzeichnen, um mit den Mietkosten Steuern zu sparen und das Haushaltsgeld noch zu erhöhen. Also, gesagt, getan. Da B-Punkt nicht genügend Sicherheiten besaß, unterzeichnete E-Punkt auch noch vertrauensvoll eine Bürgschaft über 110.000 Mark. Leider versäumte er, wegen blindem Vertrauen in seine Ehefrau, einen schriftlichen Treuhandvertrag aufzusetzen. Dieses sollte ihm später noch zum Verhängnis werden. E-Punkt nahm im Jahre 2000 selbst noch ein Darlehen auf, um sein Elternhaus zu übernehmen, welches sein Bruder für sein Geschäft, mit welchem er pleite ging, verpfändet hatte. Ansonsten hätten die Eltern von E-Punkt wahrscheinlich ihre Koffer packen können. E-Punkt gab auch seinem Bruder nach dessen Pleite eine neue Chance in seiner Firma. Der verheiratete Bruder, der seinerseits damals in Trennung mit einer Tochter lebte, kam kurz danach als Busfahrer, im Alter von 40 Jahren, auf einer Fahrt mit 13 Personen durch Herzstillstand ums Leben. Der Bus kippte, die Insassen blieben jedoch unversehrt. E-Punkt, der zur Unfallstelle gerufen wurde, um den Weitertransport der Fahrgäste zu organisieren, konnte nur noch seinen toten Bruder in den Arm nehmen. Im Trauerhaus der Familie wusste die getrennt lebende Gattin des verstorbenen Bruders nichts Besseres, als 2 Stunden nach dem Ableben ihres Ehemannes mit dem Kommentar einzulaufen: So ein Schwein lässt mich einfach sitzen. 10 Minuten später durchsuchte sie die Brieftasche ihres verstorbenen Ehemannes, die E-Punkt von den Einsatzkräften an der Unfallstelle bekommen hatte. Nach diesem Erlebnis bekam E-Punkt ungewusste Depressionen und fragte sich, ob der Sinn des Lebens wirklich nur darin besteht, Geld zu beschaffen, wegen Trennungsstress zu sterben und als Toter noch als Schwein bezeichnet zu werden. Daraufhin beschloss E-Punkt, als ungeliebter Ernährer, nicht mehr zu funktionieren. Er saß nur noch nachdenklich im Büro, verwirrte Kunden und Freunde mit umsatzfeindlichen, unangenehmen Wahrheiten und wollte geldgeile Menschen nicht mehr akzeptieren. Schon 3 Monate nach dem tragischen Tod ihres Schwagers und der damit verbundenen depressiven Lebenshaltung ihres Ehemannes spürte B-Punkt eine gravierende Änderung in ihrem, von E-Punkt aufgebauten, Lebensstandard. Sie senkte hinter E-Punkts Rücken, nach einer Aussprache mit ihrer trickreichen Volksbankberaterin, die Rückzahlung des Ladenkredites von einer 4- auf eine 3-stellige Summe und ließ E-Punkt die Miete trotzdem in altbewährter Höhe zahlen. Weniger ist mehr. Durch die fortgesetzte Weigerung von E-Punkt als Goldesel zu funktionieren, sank der gewohnte Lebensstandard von B-Punkt immer weiter und die Familie musste nun beginnen, Luxusartikel und Autos zu verkaufen. Man konnte nicht mehr im teuersten Lebensmittelmarkt der Stadt einkaufen. B-Punkt, die immer wieder beteuerte, sie wäre nicht, wie die Ex vom verstorbenen Bruder, äußerte nun den Wunsch, wieder in ihrem, von E-Punkt erlernten, Beruf zu arbeiten. E-Punkt, der noch immer nicht im Sinne von B-Punkt funktionierte, stimmte dem zu und die gemeinsam gegründete Reise GmbH, bei der B-Punkt geschäftsführende Gesellschafterin war, übernahm E-Punkts, seit 18 Jahren bestehendes Einzelgewerbe. B-Punkt wurde nun auch Geschäftsführerin von E-Punkts Existenz. B-Punkt versuchte nun, meist morgens, die gemeinsame Firma, mit ihren Vorstellungen zu regieren. E-Punkt organisierte vormittags den Haushalt, ging einkaufen und kümmerte sich um die jüngste Tochter. Er kochte, welches er sehr gut kann, für seine Familie. Wenn B-Punkt nach Hause kam, stand immer schon das Essen auf dem Tisch. Er hinterließ aber auch laut B-Punkt regelmäßig ein kleines Chaos in der Küche. Es könnte manchmal für sie ärgerlich gewesen sein, ich kenne es ja aus eigener Erfahrung mit E-Punkt, aber der Mann, der freiwillig die Küche aufräumt, muss, glaube ich, noch erfunden werden. Nachmittags ging E-Punkt dann in die Firma und B-Punkt kümmerte sich um Haushalt und Kids. Als nach dem 11. September 2001 das Reisegeschäft trotz B-Punkts Geschäftsführung enorme Umsatzeinbußen hinnehmen musste, sah sie nun vermutlich die Fälle endgültig davon schwimmen. Aber anstatt, mit ihrem noch Ehemann, einen gemeinsamen Lösungsweg zu finden,
fing sie an, Gelder zu veruntreuen. Es wurden zum Beispiel offene Posten in fünfstelliger Höhe für eine gräfliche GmbH, welche E. als Gesellschafter in der Nachbarstadt mitgründete, niemals eingefordert. Von treuhänderisch verwalteten Kundengeldern wurden von B. vierstellige Summen auf ihr Privatkonto überwiesen. Ich bin der Meinung, damals war der Komplott schon perfekt und E. hätte hellhörig werden müssen. Aber leider war er in seinem Vertrauen zu der Mutter seiner Kinder so blind, dass er sich nicht darum kümmerte. Nun kam alles zusammen. E. der nun finanzielle Schwierigkeiten auf die gemeinsame Reise GmbH und die Familie zukommen sah, verkaufte seine Anteile an der gräflichen GmbH in der Nachbarstadt, um mit dem Erlös die gemeinsame Reise GmbH zu retten. B. tat sich einen Teufel, ihm gleich zu tun. Statt die Anteile, die ihr von E. geschenkt wurden, ebenfalls zu verkaufen, sah man sie, am Tag der notariellen Anteilsübertragung, zusammen mit der Hauptgesellschafterin und der Geschäftsführerin dieser gräflichen GmbH, Shampoos schlürfend im Eiscafé sitzen. Etwa zur gleichen Zeit traf B. die willkürliche Entscheidung, sich von E. zu trennen. Begründet wurde dieses Scheidungsverlangen mit den Argumenten: Ich bin nicht sicher, ob ich dich je geliebt habe oder du hast mich nur als Gebärmaschine benutzt, du bist zu unbeständig, machst immer so viele dubiose Geschäfte. Die wahren Gründe stehen aber, nach E.s Meinung, vermutlich teilweise in Zusammenhang mit einer regionalpolitischen Verschwörungs- oder Rufmordtheorie. Ernstzunehmende Rechercheergebnisse stehen kurz vor der Veröffentlichung. Ich, für meinen Teil, würde, wenn ich mir nicht sicher wäre, meinen Partner zu lieben, doch kein Kind von ihm bekommen. Des Weiteren gibt es heutzutage doch genügend Verhütungsmittel, oder liege ich da falsch? Im Juni 2002 übernahm E. gezwungenermaßen wieder das Marketing der gemeinsamen Reise GmbH. B. zeichnete weiterhin als Geschäftsführerin. Durch neue Vertriebsmodelle kam die Firma langsam wieder auf die Beine. Das war ungefähr zu der Zeit, als E. und ich uns kennenlernten. Ich, gelernte Floristin, bekam nun vorerst in meiner Freizeit die ersten Eindrücke der Reisebranche. Man sollte erwähnen, dass ich computertechnisch gerade mal wusste, wie und wo man so ein Ding an- bzw. ausschaltet. Nun, wie gesagt, es ging langsam wieder bergauf mit der gemeinsamen Reise GmbH. E. positiv getrieben von Existenzängsten, konnte mit dem Aufbau eines starken Partnernetzwerkes die Umsätze wieder auf ein motivierendes Niveau bringen und Altlasten konnten vorsichtig getilgt werden. Im November 2002 kam dann der erste Gerichtstermin, Unterhaltsklage und Wohnungszuweisung. E. bewohnte offiziell ja nach wie vor noch das Familiendomizil, zum einen, um seinen Kindern nahe zu sein, zum anderen, denke ich, aus Bequemlichkeit. Zufälligerweise kenne ich den, für den Fall zuständigen, Familienrichter persönlich aus meiner langjährigen Tätigkeit in einer ortsansässigen Tanzschule, in der die gesamte Richterfamilie auch aktiv das Tanzbein schwang. E. und ich waren vor der ersten Unterhaltsverhandlung auf einer Veranstaltung dieser Tanzschule. E. machte an diesem Abend, im Auftrag der gemeinsamen GmbH, eine Firmenspende zugunsten der Aktion Mensch. Dies geschah unter den Augen des anwesenden Familienrichters nebst Gattin. Der Richter hatte dadurch vermutlich ein festgelegtes Bild von E. Der hat Geld, also kann er auch jede Menge Unterhalt bezahlen. Nur vergaß der nette Herr Richter bei der ganzen Sache, dass es sich wirklich um eine Firmenspende handelte. E. bekam nun, in einem wahrhaft kurzen Prozess, die ganze richterliche Macht zu spüren und eine vierstellige Unterhaltsforderung aufgebrummt. Da E. mit seinem Status und seinen Einnahmen eine Unterhaltszahlung in der geforderten Höhe nicht erbringen konnte, wurde ihm eine Berufung nahegelegt. Anmerkung zum Thema Unterhalt: Man müsste nicht immer in Konfliktkategorien denken. Bar- und Betreuungsunterhalt können auch gleich verteilt werden. In unserem großen Nachbarland ist dies sogar der erwünschte Regelfall. Wie wär's, wenn der nun Arbeitslose gefragt werden würde, ob er seine Kinder hälftig mitbetreut? Zeit hat er ja. Der gegenseitige Barunterhalt hebt sich bei hälftiger Betreuung auf, B. wäre entlastet. Natürlich geht auch Vollbetreuung, dann zahlt B. den Unterhalt.
Vielleicht hat sie ja bessere Chancen auf dem Arbeitsmarkt. Sie ist ja sicher problemlos in der Lage, selbst das zu tun, was sie von anderen fordert. Im Übrigen saßen E. und ich im Spätherbst 2002 zusammen und rechneten aus, wenn die Geschäfte in diesem Maß noch ein Jahr weiterlaufen würden, könnte E. allen Kids einen entsprechenden Unterhalt, ohne Probleme, zukommen lassen. Alle Versuche, sich mit B., die bereits Unterhaltsvorschuss bekam, gütlich zu einigen, schlugen fehl. Sie wollte keinen Zeitaufschub, sondern einen Titel. Aber wer nicht will, der hat schon. Im Dezember 2002 kam das Urteil auf Unterhalt und Wohnungszuweisung. E. musste das Haus, in dem er die letzten Jahre mit seinen Kids gelebt hatte, unter Androhung einer Polizeiunterstützung im Falle einer Weigerung, zum 23. Dezember verlassen. Schon nett, einen Tag vor Heiligabend, oder? Die ach so arme B. war zu der Zeit bereits zur Mutter-Kind-Kur. Alles schön vom Staat finanziert? Hallo? Was ist mit den gestressten und gejagten Vätern und deren Partnern? Danach fragt kein Mensch. Zum Glück bot uns Freund D. sofort eine Bleibe in seiner Wohnung an, ansonsten hätten wir Weihnachten 2002 auf der Straße verbringen müssen. Okay, Heiligabend verbrachten E. und ich dann bei meiner Familie. Dies war für mich etwas peinlich, da E. am Nachmittag frustriert einen über den Durst getrunken hatte. Aber durch gemeinsames Forellenbacken mit meiner Oma hatte er die Situation gerettet. Es war alles in allem ein sehr schöner Abend. Froh war ich, es war die erste Begegnung zwischen ihm und meiner Familie, dass meine Family E. herzlich aufgenommen und ihn als meinen Partner voll akzeptiert hat. Mein Vater, der nur 2 Jahre älter ist als E., verkündete nur scherzhaft, aber du glaubst doch nicht, dass ich Schwiegersohn zu dir sage. Gegen 23 Uhr und 30 Minuten fuhren wir dann zu seinem ehemaligen Familiendomizil, um Klamotten zu holen, da wir am 25.12. für ein paar Tage nach Spanien eingeladen waren. Wir standen aber vor verschlossenen Türen. Madame B. hatte sämtliche Schlösser auswechseln lassen. Ist wirklich nett, da ist man 10 Jahre mit jemandem verheiratet, hat allen Luxus mitgenommen, den man bekommen kann, hat 4 Kinder mit dem Mann, und nicht nur, dass er einen Tag vor Weihnachten quasi auf die Straße gesetzt wird, nein, er hat nicht mal die Chance, seine Klamotten zu holen nach vielem Hin und Her ihrerseits, mit Androhung die Polizei wegen Hausfriedensbruch zu rufen, schickte sie uns letztendlich jemanden mit Schlüsselgewalt, der E. seine Sachen holen ließ. Da fällt mir noch was ein. E. sammelte in seinen besseren Zeiten Uhren. Darunter war eine wertvolle Jäger-Duo-Face-Uhr, die er sich gemeinsam mit einem Freund, einem verstorbenen Radiomoderator, kaufte. Diese Uhr trug er bei einem gemeinsamen Abend mit mir und D., der leider mit einer kleinen Auseinandersetzung endete. E. übernachtete deshalb nochmals im heimischen Ehebett, ohne B. Am nächsten Abend, als ich ihn im Büro abholte, trug er eben diese Uhr nicht. Er sagte zu mir, er habe sie zusammen mit einer limitierten Swatch auf dem Nachttisch am Ehebett vergessen. Als ich circa eine Woche später E.s gesamte Uhrensammlung bei B. abholen sollte, sagte diese wortwörtlich, ohne, dass ich irgendetwas sagte, die Jäger und die Swatch sind aber nicht da. Das ist doch recht suspekt, würde ich sagen. Ich riet E. die Uhren als gestohlen zu melden, aber da war er wieder mal zu gutmütig. Ich muss ehrlich zugeben, dass ich mich schon öfters gefragt habe, was muss man Schlimmes getan haben, dass eine Frau einen solchen Hass auf einen hat. Nach all dieser Aufregung taten uns die 5 Tage, mit einem befreundeten Paar, im spanischen Marbella, natürlich doppelt gut. Einfach nur die Seele baumeln lassen, das Hotel in allen Facetten nutzen und den Stress, Stress sein lassen. Böse Zungen mögen jetzt zwar behaupten, aha, doch Geld. Aber unsere recht gut betuchten Bekannten hatten uns die Reise,
durch die Buchungsprovision ermöglicht. Und das ist genau das, was mich rasend macht. Nur weil da irgendwo eine Ex-Frau ist, die wie besessen glaubt, ihren Gatten bis auf das letzte Hemd ausnehmen zu müssen, soll ich auf irgendwas verzichten? Wozu? Sie hätte sich ja nicht scheiden lassen müssen. Wie heißt es doch so schön? In guten wie in schlechten Zeiten. Ich muss betonen, mir geht es hierbei nicht um die Kinder, im Gegenteil, die sind die Leidtragenden. Es wird behauptet, du bist genau wie dein Vater, geh doch zu dem, geh zu deinem Vater, der hat Geld. Mir geht's um die gehässigen Ex-Frauen, die auf ihre getrennten Männer schimpfen. Es ist unheimlich einfach, durch die Gegend zu posaunen, der ist ein Schwein, der bezahlt seine Kinder nicht und wie schnell ist dadurch der Ruf ruiniert. Aber warum, ob der Mann vielleicht wirklich auf dem letzten Loch pfeift und vor Existenzängsten kaum schlafen kann, ja, das interessiert niemanden. Aber dennoch, wenn eine neue Partnerin da ist, kommen Eifersuchtsanwandlungen, die ist ja ganz schön dick, ich hätte dir was anderes zugetraut. Liebe B. Es kann halt nicht jeder so einen dürren Luxuskörper haben, wie du. Und außerdem, deine Eitelkeit macht dich doch auch nicht glücklich, oder? B. geriet regelmäßig in künstliche Aufregung, weil E. und ich manchmal ausgehen. Ich bin 28 Jahre, soll ich nur, weil B. es stört, ohne meinen Freund weggehen oder sogar zu Hause bleiben? Hallo? Irgendwann müsst ihr Ex-Frauen euch im Klaren sein, dass auch ihr euch nicht alles rausnehmen könnt. Ich werde, solange mein selbstverdientes Geld reicht, weder auf das Ausgehen, noch auf die Anwesenheit meines Freundes verzichten. Zumal man die ach so armen Ex-Frauen, die ja angeblich keinen Pfennig überhaben, bei allen größeren Veranstaltungen, meist gut angeheitert auf der Pirsch entdeckt. Und wo sind da bitte schön die Kids? Ausgerechnet bei B.s Schwiegermutter, die sich von der ach so armen Ex-Schwiegertochter dermaßen bekehren lässt, dass sie lieber ihren einzigen Sohn aufgibt. E.s Mutter sagt immer, sie pflege den Umgang nur wegen ihrer Enkelkinder. Ist ja auch sehr schön von ihr, aber jeden Donnerstagnachmittag, an dem sie zu Besuch bei B. ist, kocht sie, hilft im Haushalt oder Garten, etc. pp. Nun, nicht, dass ich ein Problem damit hätte, aber ihr viertes Enkelkind, Lara, lebt ja nun mal bei uns. Aber uns hat sie seltsamerweise noch nie besucht. Nicht, dass wir noch keinen Kontakt hatten, wir waren mit den Kids auch schon bei ihr zu Besuch und übernachteten sogar dort. Manchmal schickt sie uns auch einige Lebensmittel über ihre Enkelin Lara, die regelmäßig die Oma im Hause ihrer Mutter besucht. Wir wohnen in der gleichen Stadt, vielleicht 15 Gehminuten entfernt. E.s Mutter ist im Grunde eine ganz liebe und E. ist ihr im Charakter sehr ähnlich. Wobei ich mir natürlich vorstellen kann, dass auch sie in einer moralischen Zwickmühle steckt. Auf der einen Seite die ach so arme B., die ihr die Ohren voll jammert und auch bei ihr die Mitleidsnummer abzieht und nur über E. herzieht, auf der anderen Seite der verbliebene, einzige Sohn, der seinerseits ihr schon von Kindesbeinen an bewies, dass er, wie eine Katze, immer wieder auf die Füße fällt. Sie kann sich nun mal nicht teilen und hat sich anscheinend für die Ex-Schwiegertochter entschieden, welches ich irgendwo doch etwas traurig finde, da meine Mutter im Januar 2001 mit 46 Jahren an Herzmuskelentzündung verstarb und ich damals schon meine 14-jährigen Schwestern, Zwillinge, durch die Pubertät brachte, dieselbigen sind in keinster Weise mit E.s Tochter Lara, die ja bei uns wohnt, vergleichbar. Ich denke, dass ich für so manchen Rat, Tipp oder Kniff dankbar wäre. Aber was soll's, wir werden es hoffentlich selbst wieder packen. Im Januar kam nun auch der Berufungstermin vorm Landesgericht. Am Vorabend waren E. und ich etwas länger ausgegangen und somit verschliefen wir prompt eine halbe Stunde. Wobei dies, wie E.s Anwalt sagte, nicht von Nachteil war,
da der Richter somit quasi zwei Einzelanhörungen hatte. Der Berufungsrichter entschied, dass der 47-jährige E., der 30% arbeitsunfähig ist, in der damaligen Situation wohl kaum die 3.000 netto, die er nun mal benötige, um 5 Kinder zu unterhalten, verdienen könnte. Die Unterhaltsklage wurde abgewiesen. Dieses Urteil zugunsten von E. hatte natürlich auch Auswirkungen auf die Unterhaltszahlungen von July. M. ihrer Mutter, fand dies allerdings alles andere als lustig. E. schlug M. als Unterhaltsregelung vor, dass er die Berufsausbildung von July mit einem hohen Ausbildungsgehalt in der GmbH übernehmen würde. Aber nein, man ließ sich auf keinen Kompromiss ein, es muss immer alles mit offiziellem Titel laufen. M. die nach der Trennung von E. und B. leicht hinterlistig wieder versuchte nett zu uns zu sein, lästerte damals in ihrer Kneipe vor allen Gästen, ständig und auf die derbste Art über B. M. sagte, B. hätte nix in der Birne, sie würde sich prostituieren und sie hätte ja schon immer gesagt, dass sie nur auf E.s Kreditkarte aus wäre, etc. 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 Für das weitläufig bekannte Lästermaul M. war die freiwillig vorgeschlagene Unterhaltsregelung nicht wirklich zufriedenstellend. Sie begann nun sich zu drehen, wie ein Fähnchen im Wind. Sie verbündete sich mit ihrer Ex-Feindin B. und lästerte in ihrer Lästerkneipe oft lautstark über uns. Sie bezeichnete uns als Pack und fragte unseren guten Freund D. wie er es nur mit uns aushalten könne. Das hat mich persönlich sehr getroffen, da ich ein sehr harmoniebedürftiger Mensch bin und sie eigentlich sehr gut leiden konnte. Erschwerend kam hinzu, dass M. Lebensgefährte, der komplett unter dem Einfluss von ihr steht, wir nennen ihn liebevoll zynisch Maustier, ein Geschäftspartner von und durch E. war. Dieser begann nun auch noch mit Mobbing bei den anderen Geschäftspartnern und E. beendete die Partnerschaft mit Maustier. Zum 1. Mai 2003 wandelte ich meinen Fulltime-Job in der Floristik auf 2,5 Tage pro Woche um und arbeitete die nun verbleibende Zeit in der Reise GmbH mit. Im Juni 2003 stellten wir eine zusätzliche Geschäftsführerin ein, somit war B. nicht mehr allein vertretungsberechtigt, aber dennoch bis heute eingetragene Geschäftsführerin. B. war trotz dieser Position schon seit längerem bei der gräflichen GmbH tätig, die Firma, an der E. seine Anteile zur Rettung der gemeinsamen Reise GmbH verkaufen musste. Die Tätigkeit in einem konkurrierenden Unternehmen ist wegen Verletzung der Geheimhaltungspflicht eigentlich strafbar. Filmreife Auswirkungen dieser strafbaren Tätigkeit. E. und ich waren mal wieder in einer unserer Stammkneipen unterwegs, die sturzbesoffene Hauptgesellschafterin der gräflichen GmbH, die E. gegründet hat und in der B. arbeitet, kam an unseren Tisch mit den Worten, dich mach ich fertig und dein Laden kriege ich auch noch. Ich war richtig schockiert wie eine Dame von Welt, sie arbeitete im Finanzwesen, fährt einen SLK, im besoffenen Zustand sich zu so assemäßigen Ausbrüchen herablassen kann. E. lud sie trotzdem auf einen Drink ein, sie setzte sich neben ihn und prahlte breit grinsend, sie bekäme ja alle wichtigen Infos über ihn und seine Reise GmbH sowieso von B. Plötzlich fing sie an E. übers Knie zu streicheln, dann war ihre Hand an seinem Bauch, E. meinte, ich solle sie mal kurz alleine lassen. Ich setzte mich an die Bar und die Alte ging in ihrem gefüllten Zustand zum Angriff über und knutschte meinen Freund. Ich hatte eine Wut ohne Ende. Nicht mal auf E., sondern auf diese Alte. Ich knutschte dann auch mit dem Erstbesten, der mir über den Weg lief. Als wir gingen, fragte die Tusse meinen Freund auch noch, ob er mit ihr heimgehen würde. Er sagte aber eiskalt zu ihr, dass er mit mir geht, weil sie ihm das, was ich ihm biete, niemals bieten könne. Die Tusse war stinksauer. E. hatte die Info, dass B. als geschäftsführende Gesellschaft ihren Geschäftsgeheimnisse offenbart. Klar war ich verletzt, aber nicht unbedingt, weil er mit einer anderen geknutscht hat, das sehen wir beide nicht so eng, sondern,
Zum einen war es wie gesagt in unserer Stammkneipe und die Leute schauten mich ungläubig an, zum anderen bin ich normalerweise beim Fremdknutschen mit von der Partie. Und am meisten störte mich eben diese Frau, deshalb zog ich der Situation gleich. E.s Tochter Lara, eine begabte Sängerin, damals 13, bewarb sich eigenständig mit dem Demo ihrer Gesangsakademie bei einer bekannten TV-Castingshow. Eines Tages im Juni kam sie ins Büro geschneit mit den Worten: Papa, wir müssen nach München zum Casting, also fuhren unser D.E. und Lara für 2 Tage nach München. E., der meistens gerne tief stapelt, sagte sich, dass Lara es sowieso nicht weiter schaffen würde, aber erstens kommt es anders und zweitens als man denkt. Sie schaffte es unter die letzten 16 Teilnehmer von 1600 und war somit in der Fernsehshow. Mitte Juli mussten Papa und Tochter dann eine Woche zur Vorbereitung nach Berlin. Es war richtig harte Arbeit. Gesangsproben, Kostümproben, Maske, Tanztraining, Betreuung und so weiter. Papa E. dürfte die ganze Zeit Kaffee trinkend in der Hotellobby sitzen und Däumchen drehen. Am Tag der Sendung flog ich nun auch nach Berlin. E. und ich gingen noch etwas auf dem Kudamm spazieren, dann ins Hotel und schließlich ins Studio. Da kam dann der erste Schrecken, meine Eintrittskarte war weg. Es waren 3 Karten reserviert, für E., B. und mich. Nun hatte B. ihre Schwester dabei, und die hatte nun meine Karte abgezockt. Lara sagte den Verantwortlichen, dass sie nicht auftreten werde, wenn ich nicht dabei wäre, also saß ich zwar weit hinten, aber egal. Es war für mich faszinierend, mal live mitzubekommen, wie so eine Sendung technisch abläuft. Leider flog Lara mit 0,3 Punkten Unterschied zu ihrem Konkurrenten raus und es gab auch Tränen und Enttäuschung, weil knapper geht es nicht. Ich bin aber froh, dass es Lara so gut verkraftete und im Endeffekt wäre ein Durchmarsch für eine 13-Jährige sowieso nicht das Gelbe vom Ei. Denn die Sieger einer solchen Show werden eine Zeit lang ohne Ende hochgepusht und dann kommt der große Fall. Danach gab es eine große Aftershow-Party, alles von der Produktion gesponsert. Party, Musik, Mega-Buffet, Mega-Grills und der Shampoos floss. Die Stars rennen mittendrin umher und feiern auch ganz normal, wie du und ich. Man käme nicht mal auf die Idee, irgendjemanden um ein Autogramm zu bitten. Es war ein wunderschönes Erlebnis, welches wir allein Lara zu verdanken haben. Kleines schmerzliches Zwischenspiel. Mitte Juli gibt es in unserer Nachbarstadt jährlich ein großes, bekanntes Volksfest, auf dem sogar der Auftritt von Lara auf Großbildleinwand übertragen wurde. Die folgende Woche besuchten wir das Volksfest natürlich auch einige Male. Und jedes Mal war B. auch anwesend, und Lara, die älteste von E. und ihr, dürfte auf die 3 Kleinen aufpassen. Die ersten beiden Male reagierte E. noch gelassen, beim 3. Mal schon leicht gereizt und beim 4. Mal war er mit D. unterwegs und bekam wohl einen Wutanfall. Ich war zum Glück schon zu Hause. Er sah B. als einzige Frau in einer Gruppe von irgendwelchen Sicherheitsbeamten, flirtend, ging hin und schrie, dass es jetzt reiche, sie solle sich endlich heim zu ihren Kindern machen anstatt sich hier zu prostituieren, sie habe ja schließlich die Kinder wegen der Kohle bei sich gewollt. Sie lief wohl auch weg, aber E., der recht hitzköpfig sein kann, lief ihr hinterher und B. rannte wieder zurück und suchte Schutz bei den Sicherheitsbeamten. Nach den Erzählungen von E. und D. kam nun auch eine kleine Gruppe von Polizisten hinzu, der eine baute sich vor E. auf und sagte mit ausgestrecktem Arm, E. solle den Sicherheitsabstand zu ihm einhalten. E. wollte um ihn herum, zu B. aber der Mann in Grün baute sich wiederum vor ihm auf und verwies ihn mehrmals. E. zückte seine Kamera, die er fast immer bei sich hat und wollte die Situation filmen. Der Polizist schrie ihn an, wenn er das Ding anschalten würde, würde er es gegen die Wand werfen.
E. wollte sich zu D. bewegen, um ihm die Cam zu geben, und in diesem Moment gingen vier grüne Jungpolizisten auf E. los, warfen ihn auf groben Schotterboden und übten an ihm die Verhaftung eines gefährlichen Terroristen. Beinahe wäre D. auch in die Rolle eines Schwerstkriminellen gerutscht, da er noch versehentlich auf den Blitzauslöser der Kamera kam. E. der sich nun in Handschellen auf dem Weg in die Ausnüchterungszelle befand, lobte noch die Abführenden für ihre ordensverdächtige Verhaftung. Der Aufenthalt in der Zelle war nur von kurzer Dauer. E. hatte sich schnell wieder beruhigt und wurde nach einer oberflächlichen Krankenhausuntersuchung wieder nach Hause geschickt. Am nächsten Morgen fuhren wir auf die Wache, um mit einem Vorgesetzten zu reden. Da E. durch die vier auf seinem Rücken knienden Vollzugsmenschen starke Schmerzen im Brustkorb hatte, wollten wir wissen, ob die Lehrlinge nicht etwas überzogen körperverletzend reagiert hätten. Der diensthabende Beamte wusste komischerweise schon Bescheid und versuchte, das Ganze zu verharmlosen. Da wir keine Lust auf einen weiteren Rechtsstreit hatten, bei dem die Polizei es sowieso so drehen würde, dass sie im Recht wären, ließen wir die Sache auf sich beruhen. Ja. Das Leben mit E. ist alles andere als langweilig. Der dickste Hammer. Gewerbeabmeldung ohne Befugnis. Im September 2003 erfuhr E. von der Stadtverwaltung, dass B. eine Gewerbeabmeldung unterzeichnet hatte und die langjährig bestehende gemeinsame GmbH, in ihrem zerstörerischen Wahn, rückwirkend auf das Vorjahr abmeldete. Das Ganze hatte auch zur Folge, dass das Finanzamt Steuern schätzte und das Geschäftskonto für 6 Wochen dicht machte. Dadurch konnten wir Werbekostenzuschüsse unserer Partner nicht mehr auszahlen und fruchtbare Partnerschaften wurden nach und nach gekündigt. Zunächst ging gar nichts mehr, man konnte nicht mal mehr die Telefonrechnungen, weder die Ladenmiete, die ja an B. ging, noch die Löhne der Mitarbeiter bezahlen. Das zweite Mal in 18 Monaten wieder neu anfangen. B. der jetzt richtig bewusst wurde, dass der eigentlich treuhänderisch erworbene Laden im Grundbuch auf sie eingetragen ist, obwohl E. ihn durch seine Arbeit seit 1993 abbezahlte, kündigte nun fristlos. Ein Paradoxum schlechthin, würde ich sagen. Natürlich kam sie damit vorerst nicht durch. Wir widersprachen mittels Anwalt, da B. E. noch Geld schuldete. Es wurde verrechnet und die fristlose Kündigung war hinfällig. Allerdings kündigte der Anwalt von B. auch vorsorglich noch ordentlich zum April 2004. Dies war der erste Todesstoß von E. 20 Jahre aufgebauter Existenz. Die nächsten 3 Monate verliefen sehr ruhig, fast zu ruhig für meinen Geschmack. Außer den alltäglichen Geldsorgen, passierte nicht viel. Wir verbrachten bei und mit D. sehr schöne Wochenenden mit unseren Kids. D.s Tochter und eine Bekannte, Ela, war mit ihren 2 Kids auch öfter mit von der Partie, so waren insgesamt teilweise 7 Kinder bei uns, man spielte zusammen Flaschendrehen oder Verstecken, wir 2 Frauen bekochten unsere Großfamilie gemeinsam, man veranstaltete bei Kerzenschein heiteres Lied erraten, welche D. auf der Blockflöte spielte, zeigte Kinderfilme via Projektor auf der Leinwand, B. ein begnadeter Amateurzauberer begeisterte uns alle mit seinen Tricks, wir tobten, kuschelten und alberten umher, gingen essen und besuchten Weihnachtsmärkte, die Kids spielten am Computer, sie veranstalteten Kids-Partys, richtig mit Schminken, Zurechtmachen und Tanzen, man besuchte ein Erlebnisbad, verschickte Flaschenpost im am Grundstück angrenzenden Gewässer und zelteten im Garten. Ich bin der Meinung, dass es nicht nur den Kindern, sondern auch uns, sehr viel Spaß bereitete. Ich kann nur sagen, dass es mir sehr viel Spaß brachte. Seht ihr, ihr materiell eingestellten Ex-Frauen, man kann den Kindern jede Menge Freude bereiten, ohne großen Kostenaufwand. Es sind die kleinen, aber feinen Dinge, die sich in Kinderköpfen festsetzen und die sie mit Sicherheit in Erinnerung behalten.
Geldgeil seid nur ihr und so erzieht ihr auch eure Kids. Traurig, wirklich traurig. Bereits im Oktober wurde Lara von dem Sieger der Erwachsenenkategorie der Fernsehshow, mit dem sie ein kleine Schwester-Großer-Bruder-Verhältnis hatte, als VIP zu einem Konzert am 7. Dezember eingeladen. Vorerst erlaubte B. es ihr. Einen Tag vor dem Konzert waren E. Lara und ich auf dem Weihnachtsmarkt und Lara war am Boden zerstört, weil ihre Mutter ihr das Konzert wegen schlechten schulischen Leistungen verboten hatte. Da weder das Sorgerecht noch das Aufenthaltsbestimmungsrecht geklärt war und auch kein Gespräch mit B. möglich war, sagte E. dass er auf jeden Fall mit Lara zum Konzert fahren würde. Klar sind die schulischen Leistungen zu beachten, aber da gibt es andere Möglichkeiten, als dem Kind so ein Ereignis zu nehmen. Außerdem sollte man sich vielleicht vor Augen halten, dass der Trennungsstress der Eltern eine erhebliche Beeinflussung auf die schulischen Leistungen haben kann. B. versuchte nun Lara unter Druck zu setzen, indem sie sagte, wenn du zum Konzert fährst, werfe ich dich raus. E. und Lara verlebten trotzdem einen wunderschönen Konzertabend. Der Abend endete damit, dass B. die gemeinsame 13-jährige Tochter bei nächtlichen Minustemperaturen aus ihrem Kinderzimmer verbannte und ihre gepackten Koffer tatsächlich vor der Haustüre standen. E. nahm nun Lara heulend in seine Obhut und gab ihr gewissermaßen bei uns Asyl. Wir denken, dass es B. Absicht war, E. zu zeigen, wie schwierig Lara sein kann und dass sie von selbst nach ein paar Tagen wieder zu ihr zurückkommen würde. Aber da wurde B. ein gewaltiger Strich durch die Rechnung gemacht. Denn es klappte alles ganz gut bei uns und Lara dachte nicht im Traum daran, zurückzugehen. 7 Monate lebten wir nun zu viert auf engstem Raum in D.s Wohnung. Alle Versuche der Mutter, auch unter Tränen, und der Großeltern, mit erpresserischen Geldgeschenken, Lara wieder zurückzuholen, schlugen fehl. Klar gab und gibt es auch bei uns Probleme und Auseinandersetzungen. Unter anderem schwindelt Lara recht gerne, hat am liebsten nur Rechte ohne Pflichten, und man versucht die Ausgehzeiten immer weiter nach hinten rauszuziehen, aber ich denke, das ist bei einer, inzwischen, 14-Jährigen ganz normal. Im Januar 2004 wurde ich nun auch bei der GmbH angestellt und übernahm größtenteils die Organisation des Personentransports. Man schulte mich auch in Sachen Finanz- und Rechnungswesen. Die Geschäfte liefen mehr schlecht als recht und wir kämpften uns so durch. Unsere tätige und äußerst zuverlässige Geschäftsführerin war durch die ständigen Angriffe der untätigen Geschäftsführerin B. und ihrem Anwalt mit ihren Nerven am Ende. Sie wurde dann, auf eigenen Wunsch, von der Gesellschaft zum 31. März 2004 abberufen und entlastet. Interessanterweise wurde diese Abberufung noch bei einer Gerichtsverhandlung von B. bestätigt und protokolliert. Ich sollte dann als Prokuristin bestellt werden, damit die gemeinsame GmbH noch handlungsfähig wäre. Da B. sich aber vor ihrer Verantwortung drückte, als stellvertretende geschäftsführende Gesellschaft Ehren zu handeln, wurde aus der offiziellen Prokura nichts. Man griff mich nun trotzdem persönlich in Anwaltsbriefen an und unterstellte mir, ich wäre mir den Aufgaben der Prokuristin nicht bewusst, also quasi unfähig. Irgendwie brachten sie auch noch mit ein, dass ich den Richter ja durch meine Tanzschulzeit persönlich kennen würde, von wegen Befangenheit. Ich fand dies die Unverschämtheit schlechthin, denn weder B. noch ihr Anwalt kennen mich und meine Fähigkeiten auch nur annähernd. Todesstoß Nummer 2. E. glaubte eigentlich nie richtig daran, dass B. eine Räumungsklage gegen ihn und die gemeinsame Reise GmbH durchziehen würde. Da hatte er sich richtig getäuscht. Im April 2004 wurde uns die besagte Klage tatsächlich zugestellt. Wir legten sofort Einspruch ein. Dieser Einspruch war, wegen der unklaren Führungssituation der gemeinsamen Reise GmbH und einem verdächtig rechtsbeugenden Richter, leider nicht von Erfolg gekrönt. Am 6. August 2004 wurde, durch einen von B. beauftragten Gerichtsvollzieher,
die Räumung vollzogen. Eine, in 20 Jahren aufgebaute, Existenz vernichtet. Der Nebeneffekt von B.s Vernichtungsfeldzug war, dass zwei Lehrlinge, E. und ich nun ohne Job sind. Kein Büro, kein Arbeitsplatz, kein Job. B. sagte mal zu mir, ich solle mich auf keine gemeinsamen Geschäfte mit E. einlassen, er würde, wenn es nicht laufen würde, alle Schuld bei mir suchen. So, und wegen wem kann ich nun stempeln gehen? Ich lach mich gleich tot. E. der noch immer nicht aufgeben wollte, suchte verzweifelt eine Notlösung. In einer Passage fand er die Möglichkeit, einen Schreibtisch aufzustellen und mit einem alten Laptop verwirrte Kunden zu betreuen. Am geräumten Firmensitz wurden Schilder geklebt mit dem Hinweis, wo wir zu finden waren. Diese Schilder wurden von B. jeden Tag aufs Neue wieder entfernt. Es war ein richtiges Kindergartenspiel. Morgens brachten wir die Schilder an, abends waren sie wieder weg. B. startete dann auch noch eine Rufmordkampagne und machte sogar vor strafbarer üblen Nachrede oder unlauterem Wettbewerb nicht Halt. Sie behauptete ihrerseits mit einem Aushang im Schaufenster, dieses Büro wurde wegen Mietrückständen zwangsgeräumt, dies entsprach jedoch laut Räumungsurteil nicht der Wahrheit. Das Büro wurde trotz berechtigter Einsprüche, laut Urteil wegen einer ordentlichen Kündigung geräumt. Also fotografierte man die Schilder und musste wieder den Anwalt einsetzen. B. ist verpflichtet, unsere Hinweisschilder bis zu 6 Monaten aushängen zu lassen. Aber die Werbung für das Reisebüro, in dem B. arbeitet, liegt nach wie vor aus. Da nicht jeder der Region weiß, dass E. und B. in Scheidung leben und sie nach wie vor den gleichen Nachnamen tragen, kommt es immer wieder dazu, dass die Kunden denken, die Büros gehören zusammen. Noch heute haben wir Anrufe, die Telefonnummer unserer Filiale in der Nachbarstadt möchten. Letzthin lief ein Kunde, verwirrt durch die Werbeschilder, in das Büro in der Nachbarstadt, buchte eine Reise und legte einen Gutschein von uns auf den Tisch, den dasselbige Büro natürlich nicht einlöste. Der Kunde bat um sofortige Stornierung, da er logischerweise bei uns buchen und den Gutschein einlösen wollte. Das verweigerten sie. Der Kunde rief aufgebracht bei uns an, E. riet ihm seinerseits, er solle zum Anwalt gehen. In dem Gebäude, in dem E. ein Platz für einen Schreibtisch fand, war auch eine Wohnung frei, und da es mit Lara in einer WG zu wohnen kein Dauerzustand sein konnte, wurde dieses Domizil gemietet. Es hieß jetzt für uns packen und schleppen, wie die Geisteskranken nebenbei holte und sortierte E. aus einem unerklärlichen Verantwortungsgefühl heraus, noch die wichtigsten Unterlagen für laufende Kundenvorgänge aus dem Büro. 4 Wochen Stressbuhr? Naja, ich will nicht jammern, die Wohnung ist wirklich wunderschön und es läuft jetzt alles viel ruhiger, als in der WG, wobei die Zeit bei und mit D. auch sehr schön war. B. jammert immer nur, sie wolle endlich ihre Ruhe, aber hallo. Sollen wir, bei dem Mist, den sie ständig verzapft, tatenlos zusehen? Die Kunden sind verwirrt und misstrauisch, ich möchte nicht wissen, wie viele unserer Kunden inzwischen in das konkurrierende Büro rennen. Man versucht, B. auf Biegen und Brechen aus der Verantwortung zu ziehen. Irgendwas läuft hier doch mehr als schief. Und das Schlimmste dabei ist, dass B. immer noch behauptet, E. habe Kohle. Sehr nett, kam beim letzten Telefonat zwischen ihr und E. wieder zur Sprache, dass schließlich 3 Autos da wären. Sie hat in ihrem Wahn immer noch nicht begriffen, dass Firmenautos nichts mit Privat zu tun haben. Zumal ein Corpus Delicti des Familienrichters, der 2-sitzige Firmenwagen, bereits wegen Liquiditätsmangel zurückgegeben wurde. E. fährt einen 20 Jahre alten Kombi mit über 345.000 Kilometer, der eigentlich ein Geschenk an mich war. Wert 250 Euro plus 70 Euro für die neue Batterie. Mein Fahrzeug ist ein Minivan, den ich über alles liebe und ihn, nachdem der Leasingvertrag mit der GmbH beendet war, persönlich weiterfinanziere.
Im Fahrzeugschein steht eindeutig schwarz auf weiß mein Name. Und die Raten werden von meinem Privatkonto abgebucht. Das ist und bleibt nun mal die Wahrheit. Also, liebe B. Man sollte vielleicht, bevor man irgendwelche Anschuldigungen aufstellt, die Richtigkeit derselben überprüfen. Und ohne Auto würde ich nun mal auch nicht zur Arbeit kommen, um auch deine Tochter, für die du auch keinen Groschen Unterhalt zahlst, zu ernähren. Aber das ist ja alles richtig so, oder? Und ständig denkst du, in deinem zerstörerischen Wahn, du wärst im Recht. Ich habe langsam aber sicher die Nase voll und gehe bald in die Luft vor Zorn. B. versuchte längere Zeit den geräumten Laden zu verkaufen. Das Problem dabei war nur, dass sich kaum jemand bei der momentanen Wirtschaftslage einen solchen Kauf leisten konnte. Man muss sich nur mal anschauen, wie viele zu vermietende Läden in unserer Stadt leer stehen. Nun versuchte E. seine Bürgschaft, für mich in schwindelerregender Höhe, wieder rückgängig zu machen. Das wäre ein Strohhalm gewesen, an dem man sich hätte festhalten können. Die Bank tat sich einen Teufel, da der Laden, wie gesagt, nicht in absehbarer Zeit verkauft werden konnte, sollte E. mit der Bürgschaft, für den Laden, den er bezahlt hat und aus dem er rausgeflogen ist, weiter haften. Plötzlich schlug B. vor, E. könne den Laden auch übernehmen. Dasselbe bot man ihr bereits, bevor es zur Räumungsklage kam, mehrfach erfolglos an. E. wollte ihn sogar auf die Kinder überschreiben. Hätte sie sich damals mit E. geeinigt, hätte alles, wirklich alles, nicht so kommen müssen. Man hätte den Laden im Grundbuch auf die Kids übertragen, die GmbH hätte mittels Mietzahlungen den Kredit weitergetilgt, es hätte keine Räumungsklage gegeben, man hätte sich die ganzen Scherereien wegen der Kundenabwerbung erspart, dieselbigen wären nicht weggelaufen, ach, es hätte alles so einfach sein können. Nun weiß ich aber nicht, was ich Schlimmes verbrochen haben soll, dass mir das Leben immer nur Saures zuspielt. Ich weiß langsam nicht mehr, an was ich überhaupt noch glauben soll. An Gott schon lange nicht mehr, der meine Mutter mit 46 und E.s Bruder mit 40 Jahren sterben ließ. Ich bin arbeitslos, E. ohne Job, da werden wir wohl bald bei einem der neuen Hartz-IV-Fallbearbeiter landen. Nein, so habe ich mir das Ganze nicht vorgestellt. Und immer wollen die ach so armen Ex-Frauen noch was raus und unschuldig sein. Wenn es alles in allem nicht so traurig wäre, würde ich mich totlachen. Klar, man könnte jetzt sagen, du bist doch selbst schuld, verlass ihn doch einfach. Aber ich bin mit diesem Mann nicht aus Faszination zusammen, sondern weil ich ihn liebe. Und ich werde nicht wie so manch andere Ratten einfach das sinkende Schiff verlassen und E. auch noch im Stich lassen. Ich weiß nur nicht, wie lange ich bzw. wir diese seelischen Belastungen noch durchhalten sollen, bevor wir beide oder einer von uns im Irrenhaus landen, wobei, so einen Tag Frustbekämpfung in der Gummizelle wäre vielleicht gar nicht schlecht. Vielleicht liest ja auch du, liebe B. irgendwann meine Story und glaubst eventuell mir, dass wir nicht gut betucht sind. Und du glaubst ja wohl selbst nicht, dass wir aus Spaß an der Freude zum Beispiel 2 Jahre auf einen eigentlich wohlverdienten Urlaub verzichten, um Kraft für die nächsten, wohl unumgänglichen, Instanzen zu schöpfen. Ich, beziehungsweise wir hatten dieses Jahr nicht mal einen halben Tag frei, geschweige denn auch nur einen Tag Urlaub. Viele Zweitfrauen werden sich mit dem Satz "Ich habe meine Träume aufgegeben" identifizieren können. Klar hatte ich den Traum vom Heiraten, zwar nicht in weiß, also kirchlich, da ich ja wie gesagt schon lange nicht mehr gläubig bin und die Kirche für die größte Firma der Welt ansehe, aber dennoch wollte auch ich den Schritt wagen. Aber, dass ich meinen Kinderwunsch aufs Unbestimmte verlegen muss, das tut schon weh. Wir können es uns aber halt nun mal im Moment nicht leisten und ich habe nicht vor, mein Kind durch soziale Abzocke zu ernähren und ihm nichts bieten zu können. Denn ich habe keine Eltern, die mir, wie bei so manch anderen,
Gelder zuschießen können. Und aufgeschoben ist ja schließlich nicht aufgehoben. Des Weiteren ist unsere Beziehung im Moment alles andere als ausgeglichen und harmonisch. Anstatt uns zu zeigen, dass wir uns trotz allem lieben, verfallen wir in gegenseitige Vorwürfe und Schuldzuweisungen. Aber wie gesagt, ich liebe diesen Mann über alles und ich will und kann ihn nicht aufgeben. Und wenn du denkst, es geht nicht mehr, kommt irgendwo ein Lichtlein her. Auf dieses Licht werde ich nun warten und einen letzten Versuch starten und schauen, ob ich mich irgendwie mit einer Geschäftsidee selbstständig machen kann. So ihr Lieben, nun kennt ihr einen Teil meiner Geschichte und ich denke, dass so einige Zweitfrauen und oder auch andere sich in so manchen Dingen wiederfinden und mir zustimmen werden. Und ich fühle mich nun, da ich mir die Seele vom Leib geschrieben habe, etwas leichter und hoffe für mich und alle anderen Zweitfrauen, dass wirklich irgendwie, irgendwann, irgendwo ein Lichtlein daherkommen wird.